Hallo, ich möchte hier wieder ein kleines Video machen. Dafür würde ich aber euch vorher auch wieder bitten, den Kanal zu abonnieren. Jetzt ein ganz kurzes Video, einfach nur zu einem kleinen Befehl als kleiner Tipp, wo ich eigentlich immer wieder sehe, dass die Leute bzw. der Anwender einfach diesen Befehl einfach gar nicht kennen. Und zwar möchte ich hier in diesem Fall zum Beispiel dieses Feld und möchte hier anpassen. Das heißt, ich wähle hier mit der linken und rechten Maustaste die Baugruppe aus, drücke die Steuerung-Taste und wähle hier noch dieses Naturmaß aus, das ist das Dach links. Und jetzt kann ich auf den Ansichtsrahmen gehen und kann hier zum Beispiel noch sagen, ich möchte eine Listenansicht von der aktiven Teileliste. Und jetzt wird mir einfach nur abgefragt, wo ich diese Position haben möchte. Das heißt, ich sage hier, möchte ich einfach nur eine Voransicht haben. Und wenn ich hier zum Beispiel dann noch sage, nur die aktive Ansicht darstellen, dann habe ich hier in diesem Fall nur diese zwei Teile oder diese zwei Baugruppen, die ich ausgewählt habe und kann diese viel einfacher editieren. Das heißt, ich schaue hier einfach mal senkrecht auf die Bearbeitungsebene drauf und könnte hier einfach mal was dazu zeichnen. Sprich, ich werde hier einfach nur mal ein Profil kopieren, damit man einfach sieht. Ich möchte hier dies um 150 nach oben kopieren und werde hier einfach mal die Gärung neu schneiden. In diesem Fall. So. Möchte hier natürlich das auch noch so abschneiden. Das heißt, ich habe das hier in dieser Ansicht geändert. Wenn ich hier dann zurück auf die andere Ansicht wechsle, habe ich dies hier natürlich auch im Gesamtmodell. Das heißt, egal in welcher Ansicht ich hier arbeite, es werden mir alle Teile immer aktualisiert.